man verlässt ein Krankenhaus mit einem leeren Bauch. Und das ist für mich das Schlimmste gewesen. Also jeden Morgen an sich runterzuschauen, einen schwangeren Bauch zu tragen, aber der Bauch ist nicht mehr gefüllt. Wenn eine Schwangerschaft nicht gut gelingt, aus welchen Gründen auch immer, und ein Kind verstirbt, dann geht das an unsere Urängste dran, weil wir erstmal davon ausgehen, dass diese normalen Abläufe des Lebens auch gut funktionieren. Und dieses Vertrauen wieder zu erlangen, ist unglaublich schwer. Keine dieser Frauen wird eine nächste unbeschwerte Schwangerschaft erleben können. Geht einfach gar nicht. Bis zur 20. Woche war alles in Ordnung. Kurz vor dem nächsten Termin, wo dann ein großer Ultraschall gemacht werden sollte, hatte ich einfach eine Nacht ganz, ganz schlecht geschlafen. War einfach den ganzen Tag über nicht gut drauf. Und dann ging es abends einfach los. Also da kamen die zwei halt einfach. Also ohne Vorwarnung. Ich hatte halt Rückenschmerzen, was ja auch normal ist für die Woche. Also da beließt man sich dann ja auch. Und wie das bei anderen sozusagen auch der Fall ist, wird dann einfach geguckt, ob die Plazenta vollständig ist. Das war sie nicht. Und dann muss man sich nochmal einmal einer OP unterziehen und dann wird man halt ganz normal auf die gynäkologische Station dann geschickt oder gefahren, wie auch immer. Und ja, dann ist man erstmal alleine. Und dann habe ich Uli angerufen. Das war, ich glaube, so 5 oder 6 Tage, nachdem das passiert war. Dann ging es auch eigentlich relativ zügig. Also, wann hast du Zeit? Wann kannst du kommen? Und dann sind wir hierher gefahren. Naja, wenn ein Kind verstirbt, stirbt auch die Zukunft. Es bricht eigentlich alles zusammen. Alles, was man sich vorgestellt hat, aufgebaut hat, bricht zusammen. Und das ist ja erstmal eine Schockreaktion. Aber ich habe hier durchaus Paare vor mir sitzen oder insbesondere Frauen sitzen, die völlig zerbrochen wirken und nicht wissen, wie ihr Leben weitergehen soll. Da gilt es erstmal nur, dieses Leid auch wertzuschätzen, also anzunehmen und wirklich mit den Menschen auch traurig darüber zu sein, dass da so ein Verlust stattgefunden hat. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man irgendwann wieder so eine Struktur kriegt. Aber das schafft man auch erst in einem Prozess von dieser Trauer. Also man muss sich schon damit beschäftigen, damit man halt immer irgendwie einen Schritt weitergehen kann. Und in diesen Schritten muss man eine Begleitung haben. Es ist ganz unterschiedlich, wo meine Arbeit sozusagen beginnt. Und dann gucke ich, was ist schon von anderen Fachmenschen vielleicht auch gelaufen und wo kann ich ansetzen, dass ich das Paar, diese betroffenen Eltern, in dieser Situation ein Stück weit begleiten. Uli ist als Mensch halt einfach ganz nah schon, also ohne, dass man vorher groß drüber gesprochen hat. Man ist da einfach in einer Trauersituation und man weiß, okay, man kann sich helfen lassen, aber auch nur, wenn man sich öffnet. Und das war ja einfach total vertraut von Anfang an und so war auch das Gespräch. Also man ist hier weggegangen mit einer gewissen Erleichterung. Man kann gar nicht so genau sagen, was die Menschen brauchen. Also erstmal brauchen sie liebevoll zugewandte Begleiter, die gucken, dass der Alltag jetzt funktioniert, sei es, dass die Nachbarin die Essensversorgung übernimmt oder Eltern da sind, die eben gucken, braucht ihr abends einfach jemanden, der mit da ist im Haus, weil ihr Angst habt. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, wie Menschen reagieren in so einer Situation. Ich glaube, den besten Seelentröster, den wir da hatten, war unser Hund, der jederzeit an der Seite war. Und immer wenn einem die Tränen ins Gesicht gestiegen sind, dann saß der einfach bei einem. Also das kann kein Mensch ersetzen. Genau. Ja, und dann verbringt man einfach ganz, ganz viel im Freien. Aber man ist einfach leer, wie man bildlich so dargestellt ist, es ist einfach leer.
Also der Rückbildungskurs ist, glaube ich, das Wichtigste gewesen für mich. Das war ungefähr 3 Monate, nachdem das passiert war. In der Zeit beschäftigt man sich natürlich ganz, ganz viel mit dem Faktum, Kinder versterben, auch während der Schwangerschaft. Das ist ja vorher so ein rotes Tuch, wo man einfach nicht drüber spricht. Aber in dieser Zeit beschäftigt man sich damit und dann merkt man erstmal, dass man nicht alleine ist. Also man bekommt es halt von ganz, ganz vielen Seiten gesagt, du bist nicht alleine, du bist nicht alleine. Es gibt so viele andere Fälle. Aber wenn man da sitzt mit, ich glaube, wir waren insgesamt 9 Frauen, dann merkt man das. Also diese Gruppenangebote gehen meistens über ein paar Wochen, dass wir uns jede Woche oder alle 2 Wochen halt treffen in dieser gleichen Gruppe. Das finde ich auch ganz gut, dass nicht immer neue dazukommen, sondern dass es eine feste Gruppe ist, weil können die Menschen sich auch ein bisschen besser öffnen. Ich sage mal, die meisten kommen so 3, 4, 5, 6 Mal zu einem Einzelgespräch, nehmen dann an 1, 2, 3 Gruppengesprächen teil und dann sind die ja oft auch untereinander vernetzt, dass ich deutlich in den Hintergrund treten kann. So, ne? Und trotzdem gilt, dass sie sich immer auch noch mal melden können, wenn sie noch mal in eine Krise geraten. Oder also oft ist das dann auch, wenn sie dann plötzlich vielleicht schwanger geworden sind, das noch gar nicht geplant hatten. Ne? Und dann kommt auch erstmal so ein Schreck, dann rufen sie mich auch oft noch mal an. Und also das dürfen sie ja auch. Das ist, ne, mir auch wichtig, dann noch mal ein bisschen psychosoziale Begleitung einfach mitzumachen. Das hört sich komisch an, aber mit dieser Beerdigung geht ja natürlich ein Teil, einmal von der Schwangerschaft, als auch von einem selber. Es gibt nichts Besseres als einen Ort, wo man traurig sein kann, jederzeit. Und es ist einfach ein schöner Ort. Den Frieden schließt man damit, glaube ich, nur, wenn man weiß, dass die 2 jederzeit dabei sind. Also, die gehen immer mit. Die sind immer dabei. Und warum das so war, das kann einem niemand beantworten. Und nach dieser Frage zu forschen oder darauf zu beharren, dass man da eine Antwort kriegt, die gibt's halt nicht.